So, Hallihallöchen, Hansen Peter hier. Willkommen zurück zu Let's Play Stardew Valley. Es gibt das neue Update ist draußen. Genau, das neue Update ist draußen. Das heißt, wir gucken mal, was so grob Neues ist. Ich habe mir die Notizen durchgelesen. Man kann sich jetzt modisch kleiden. Also es gibt jetzt so Mode-Accessoires, dass wir auch mal eine andere Hose und so haben können. Hüte war ja schon davor. Dann war noch neu. Also es sind 14 neue Musiktitel hinzugekommen. Deswegen, oh, soll ich es auch mal anschalten? Okay, ich lasse mal Musik an. Vielleicht klappt es ja diesmal endlich mit, dass ich nicht mehr über YouTube laufen lassen muss. So, vielleicht gibt es was Neues. Das da scheint mir hier unbekannt zu sein in der Sammlung. Fische gibt es, glaube ich, keine neuen, aber es gibt neue Fishing-Spots. Artefakte gibt es keine neuen. Mineralien, da haben wir eh alle. Kochen, ich weiß nicht, da könnten vielleicht ein, zwei Rezepte neu sein. Es gibt jetzt Briefe. Also man kann sich die alten Briefe nochmal durchlesen. Die ganz normalen halt. Und geheime Notizen, ich glaube, die zwei sind auch neu. Genau, ich weiß aber nicht. So, Herstellung. 10 Eisenzäune. Wo sind unsere Holzzäune? Ah, jetzt steht es auch dran, wie viel man da herstellt. Okay. Gut, schon mal 5 statt in einem Geschwindwachs, weil davor wäre es ja echt nicht so lohnenswert gewesen, die herzustellen. 3 Magneten, okay. 5 Köder. Ich glaube, da stand sogar dran. Wilder Köder. Ich glaube, der wurde auch ein bisschen verbessert. Sonst ist für Herstellung auch nichts Neues. Karte meine ich auch nichts. Aber beim Sozialen, das habe ich gerade schon angeguckt, voll geil. Man kann jetzt auf die Person draufklicken und dann sieht man, was für Favoriten man denen schon geschenkt hat. Man sieht also nochmal so Profil, wie die von allen Seiten aussehen, wie viele Herzen man mit denen hat und wann der Geburtstag ist. Genau, kann auch so ganz schnell geschwind darüber. Status feste Freundin. Ah, wahrscheinlich dann auch so zerstritten und so. So, dann noch, gut, Robin haben wir noch nichts geschenkt, was die mag. Aber Abigail. Guck, geliebte Geschenke. Das speichert jetzt die geliebten Sachen. Dass man nicht jedes Mal nochmal aufschreiben muss oder sonst irgendwas. Wir haben der noch nie eine Brombeerpastete. Ach, keine Ahnung. Vielleicht wissen wir es auch einfach, weil es unsere Freundin ist. Ich, keine Ahnung. Ja, genau. Also kann man so durchgehen. Cool. Und das mit jedem. Also das finde ich ein sehr praktisches Feature. So, mehr habe ich jetzt gerade auch selber noch gar nicht rausgefunden, was man machen kann. Was kann man denn? Oh, nochmal Gold. Moment. Ich habe nur 25 gebraucht, gell? Ja. Yeah. Okay. Fernseher. Ich glaube, der ist auch nicht so neu. Geister sind heute sehr glücklich. Oh yeah. So, du möchtest heiraten? Achso, das noch ein Amulett wissen wir auch schon. So, gucken wir mal raus. Hallo, es gab ein neues Update. Guten Morgen. Ja, der Wein ist fertig. Was für ein schöner Tag, oder? Ja. Als Kneipenbesitzer höre ich von allem, was in der Stadt vor sich geht. Ich erinnere mich, als du damals hergezogen bist. Jeder war ein sehr wenig unsicher, was ihn erwartet. Ein Fremder aus der Stadt. Eine unbekannte Persönlichkeit. Also, quasi ein Nichts. Moment mal. Also, kurz umrühren. Sorry, ich muss diesen Topf alle 5 Minuten umrühren. Okay, wir sagen nichts dazu. Wie auch immer, was habe ich gesagt? Ach ja, weißt du, es ist wie wenn man eine Soße macht. Wenn du ein neues Gewürz hinzufügst, kannst du alles ruinieren. Ah, Scheiße! Einfach ein bisschen rumrühren und schon alles wieder in Ordnung. Aber andererseits gibt es immer die Chance, dass du etwas Neues und Köstliches kreierst, richtig? Ach, wir können jetzt eigene Rezepte herstellen oder was? Nein, echt? Was ich versuche zu sagen ist, es ist toll, dich in der Stadt zu haben und ich betrachte dich als einen meiner guten Freunde. Brudi, wir haben 9 Herzen oder so. Wie auch immer, ich bin gekommen, um dir was zu geben. Ich habe das Hinterzimmer aufgeräumt und diese alte Mini-Jukebox gefunden. Ich will, dass du sie bekommst. Yeah, okay, ist jetzt vom Update her, oder? Mini-Jukebox. Also eigentlich ein altes Do-It-Yourself-Projekt von früher. Die sind ziemlich einfach zu machen. Also nur für den Fall, dass du mehr machen willst, habe ich die Blaupausen für dich mitgebracht. Cool. Nun, ich werde nach Hause gehen. Ich muss diese Maria Marinara wieder auf den Herd bringen. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Cool. Eine Mini-Jukebox. Aus. Nee, ich spiel mir Wolkenland. Oh, das zieht rein, Mann. So, Post. An Peter, in letzter Zeit spricht jeder in der Stadt über deine enorme Großzügigkeit. Anscheinend sind Pakete mit Gegenständen bei vielen Leuten aufgetaucht, die sie vor Jahren im Gemeinschaftszentrum ausgeschrieben hatten.
Die Pakete haben alle in deinen Hof als Absinth. Als ob wir die geklaut hätten und so. Danke, dass du die Mühe gemacht hast, sowas zu tun. Alle in der Stadt sind hocherfreut. Aber woher wussten wir, dass die das vermissen? Tja. Okay, ja, das ist der Freundschaftseffekt, der jetzt durchkam. Vincent, 10 Herzen! Wie haben wir das denn geschafft? Wow. Okay, Penny ging irgendwie gar nicht hoch. Sandy hat jetzt... Wow. Wow. Ach du Scheiße. Okay, krass, 10 Herzen von allen. Am Peter, es gibt nichts Besseres als frisches Gemüse. Okay, Gemüseeintopf von Caroline. Supermahlzeit von Kent. Ja, hat er im Krieg gelernt. Mhm. Oh, Grüße, junger Adept. Ich habe in diesem Paket einen Gegenstand von arkaner Bedeutung verpackt. Nutze ihn weise. Ja. So. Weise genutzt. Ey, ist das krass. Okay, Moment. Die Saat wollte ich reintun. Ich bin gerade geflasht. Haben wir denn eine Aufgabe? Ich meine, heute hat jemand Geburtstag. Wir haben den 11. Herbst. Ich guck mal nach, ob es jemand Wichtiges ist. So, 2. Herbst? Nee, 20. Frühling? 15. Herbst, okay. 21. 11. Jody. Okay, aber mit ihr haben wir 10 Herzen. Also, scheiß auf ihren Geburtstag. Mann, sind wir böse. Jetzt ist die Musik wieder nicht da. Ach, ich raff das einfach nicht. Ich nehme meine Kürbis und bin jetzt einfach happy. Okay, draußen. Gut. Ist nur da Musik, wo die Jukebox läuft. Achso, ja, ich pflanze gerade auch gleichzeitig an. Ja, ja, okay, warum nicht? So, direkt nachpflanzen. So, das heißt, wir geben heute auf jeden Fall den Wein ab fürs Community Center. Dann... Ja, schreit eigentlich schon glatt nochmal nach der Mine, ne? Mit dem Lackbonus. Was haben wir denn sonst noch? Irgendwas ausgewachsen? Nope, nope, nope. Alles nope. Hier, nope. Nope. Sollte hier nicht eigentlich auch einmal Wein hergestellt werden? Okay, der hat's aufgegeben. Naja, mir egal. Dim. Hier brauche ich... Ah ne, ich brauche kein neues Unkraut. Das reicht noch. So, Milchwolle streicheln. Hat das übel... Also in Häusern ist irgendwie keine Musik. Voll strange. Und hier draußen ist, glaube ich, jetzt echt nur wegen der Jukebox-Musik. Liegt da eigentlich irgendwas? Ach so, noch ein Pilz, der angepflanzt wird. Naja, sollen sie halt. Wie sieht's hier drinnen aus? Alles noch ganz normal. Ich kann den Stoff auch einmal mitnehmen. Ach ja, komm her. Komm, die streichen wir auch mal. So Blitzableiter können ja auch ein paar herstellen. Ah, wobei, die bringen sie erst im Sommer. Es ist echt krass. Also in den Häusern, da denken die sich so, ne, brauchen wir keine Musik. Nur Stille. Bei Musik, da flippen die Tiere nur aus. So, ich habe doch extra eine Blumenbox, ne? Habe ich auch eine Feenrosenbox? Ja, theoretisch. Komm mal raus. Mache ich auch alle Goldqualität mal hier rein. So. Das heißt, alle normalen Feenrosen verschippen wir. Dann checken wir auch einmal hier die Lage. Stoff und Ei und alles. Und Honig. Das Ei passt nicht rein. Oh. Der Hut kratzt. Ein großes Ei halt, ne? Ach, was soll's, schippen wir es einfach. So. Okay, dann wäre die Farm aber auch... Ich glaube, die Musik ist sogar ein bisschen zu laut. So, dann wäre die Farm aber auch einmal erledigt. Dann heißt es jetzt zum Marktplatz gehen. Also das mit der Freundschaft, das macht mich gerade richtig happy, dass es so krass hochgegangen ist. Wie viel haben wir denn mit dem Zauberer? Ich glaube, mit dem ist auch wichtig, Freunde zu sein. Ach guck, auch schon 6 Herzen. 17. Winter.
Okay, da machen wir dann die vollen 100% raus. Ah, jetzt kommen noch die ganzen Cutscenes und so. Ach nee, wir haben im letzten Part schon Wein gespendet. Ah. Ah. Oh Mann, ich voll happy. So, yeah, Luftballons. Das heißt, ich krieg gleich ein Achievement, ja. Oder habe ich schon? Scheiße, stimmt, das haben wir im letzten Part schon. Ist eine Woche her, es kam ein Update dazwischen. Ja, lasst mich. Oh, das wird ein langer Part hier. Ja, guckt euch das ganze Zeug an. Das hab ich alles repariert. Nur einen alten Scheiß da gefunden. Jetzt gammeln die da alle rum, ne? Ach, scheiße. Ich bin mir nicht sicher, wie du es getan hast, Peter, aber das Gemeinschaftszentrum hat noch nie besser ausgesehen. Du hast Pelikan einen großen Dienst erwiesen. Jeder in der Stadt ist froh darüber. Ach, kein Ding, Opi. Gib mir Freundschaftspunkte. Als Zeichen der Dankbarkeit würde ich dich gerne mit der größten Ehre dieser Stadt auszeichnen. Den Stern-Tau-Tal-Heldenpreis. Du hast ihn dir verdient. Ist das eine Frucht? Nö. Örtliche Legend. Oh yeah. Okay, ein Heldenpokal. Ja gut, kann man angeben. Yeah. Wer ist da? Was? Meine Verkäufe sind stark zurückgegangen. Wo sind all meine Kunden hin? Ach, Morris. Verkackt, ne? Die machen voll komische Geräusche. Ah! Alle meine Kunden hier. Das ist nicht gut. Alle stapfen. Na, wie fühlt sich das an? Lass uns vernünftig... Erledigen wir das auf die altmodische Art. Lass uns vernünftig sein, komm. Das macht keinen Unterschied. Ich gebe einfach 75% Rabatt im Schlussverkauf und meine Kunden werden wieder angekrochen kommen und mich um Vergebung bitten. Du wirst schon sehen. Nee, Mann, die stehen auf traditionelle Bauernkunst. Nein, nicht dieses Mal. Kommt alle her, Leute. Alles for free. Dann mobben die denn jetzt raus? Ich erinnere mich noch daran, wie ich nach Pelikan gekommen bin. Alles um dieses Gebäude war geschäftig und lebendig. Wir haben zusammengearbeitet, um die Stadt zu einem besseren Ort zu machen. Es gab ein richtiges Gefühl von Gemeinschaft. Ja! George, du hast immer Kreuzworträtsel gelöst, während du Kaffee in der Gemeindeküche getrunken hast. Erinnerst du dich? Ach, die alten Geschichten, Mann. Die guten alten Tage. Emily, du hast extra eine Fahne für das Sterntotaler Volksfest gewoben. Ich erinnere mich noch, dass du jahrelang daran gearbeitet hast. Oh, jetzt kommt voll die emotionale Szene. Du, Pia, du weißt schon, wenn der Joja-Markt jetzt pleite geht, dann wird Shane arbeitslos. Kannst du das verantworten? Es hat wirklich Spaß gemacht. Willi, was, ich? Erinnerst du dich, als du, ach, keine Ahnung, angeln warst und so, wo dein kleines Krabben-Experiment aus dem Ruder gelaufen ist? Oh, shit, Mann. Wir sind eines Morgens aufgewacht und alles war voll mit ihnen. Oh ja, die Cutscene haben wir auch gesehen. Aber Gas hat eine brillante Idee, ein Krabbenfest mal für das ganze Tal. Oh, ich träume immer noch von der Knoblauchbutter. Hey, du musst deine Soße umrühren. Seht ihr das? Unsere Gemeinschaft ist, was Pelikan so besonders macht. Als der Joja-Markt in die Stadt gekommen ist, haben wir das aus den Augen verloren. Aber jetzt, dank Peter, haben wir eine zweite Chance. Ich bitte euch darum, mir zu helfen, den Joja-Markt zu boykottieren. Wir haben die Kraft, unseren alten Lebensstil zurückzuholen. Also du sorgst dafür, dass eine Großmarktkette pleite geht? Was bist du denn für ein kapitalistisches Arschloch, Pierre? Ich bin raus, ich kaufe jetzt beim Joja-Markt. Ich habe zu lange gelebt, um die Stadt untergehen zu sehen. Auf mich kannst du zählen. Jetzt kaufe ich meine Joja-Cola halt bei dir. Ich bin dabei. Boykottierung. Wurde aber auch Zeit. Ich bin ruiniert. Ach komm, das kleine Dörfchen. Was sind wir, 25 Leute? Jetzt mal no shit. Du hast bestimmt weitere Filialen, Morris. Von Morris und seinen Joja-Markt-Fuzzis warten nie wieder gehört. Wart nie wieder gehört. Ja, Shane ist jetzt arbeitslos. Toll. Cool. Okay. Ja. Cooler Preis. Stelle ich hier hin. Yay. Okay. Das heißt, ich kann den Wein eigentlich verkaufen, weil ich dachte, den brauche ich jetzt echt noch. Aber war ja schon gestern fertig. So, ich glaube, die Axt ist dann heute fertig, dass ich die abholen kann. Ja, nein, vielleicht. Ich glaube schon. Ich glaube, Pierre hat jetzt auch jeden Tag dann offen. Als Dank, dass wir
Joja platt gemacht haben. Und das ist jetzt terminiert. So, in den Updates stand auch irgendwas vom Joja-Dings, von der Ruine, dass da was sein soll. Aber keine Ahnung, werden wir wahrscheinlich noch rausfinden. Ach so, die Mülleimer haben neue Animationen. Ist ja geil. So, geh mal. Ah, er arbeitet noch dran. Okay. Ach komm, ich geh in die Mine. Ganz einfach. Ich könnte den Party jetzt auch pünktlich beenden, aber es ist 11 Uhr. Das wäre schon traurig. So, zack. Vor allem meine Tiere sind ja doch draußen alle. Das geht ja dann wirklich nicht. Nee, komm, wir driven in die Wüste, da ist bestimmt auch was neu. Hui! Tut er. Oh! Ja, da ist was neu. Okay, es gibt einen. Ah ja, stimmt, da habe ich was gelesen. Es gibt nochmal einen Händler in der Wüste. Okay, coole Interaktion. Was verkauft er? Teleport-Totems. Artefakt-Fund. Oh, für Omnige. Oh, für. Oh! Für einen Rubin kriegt man würzigen Aal. Oh, was ist das denn? Magischer Bonbon. Plus 5 Glück. Aber 3 prismatische Scherben. Uff. Rezept für Tote. Oh. Schmetterlingsstall. Magischer Cowboy-Hut. 333 Omnigeoden. Was? Scheiße, was ist das denn für geiles Zeug? Bomben für 5 Quarz. Okay, das ist fair. Eine Iridium-Barren für eine Megabombe. Das ist ein bisschen teuer. So, Artefakt-Fund. Voll geil. So ein Teleport-Totem für die Wüste. Für 3 Omnigeoden. Das ist ein Witz, weil hier brauchst du 333. Ach du Scheiße. Was ist das denn? Da ist ja nochmal was neu. Eine Katze. Kann man irgendwas opfern? Nee. Kann ich hacken? Achso, nee, das ist dann der Teleportstand. Okay. Sehe ich an dem. Keine Ahnung, was da drin liegt. Okay. Scheiße. Sandy, was gibt's denn Neues? Emily mag Fischtaco überhaupt nicht, ne? Hellblaues T-Shirt. Na, brauchen wir nicht. Okay, also diese modischen Dinger sind gar nichts für mich. Aber der Rest, also ich mein, Ruby für würzigen Aal. Das ist definitiv worth it. Scheiße, jetzt haben wir im letzten Part natürlich die Omnigeoden natürlich aufgebrochen. Das war ein bisschen ungünstig. So, aber ansonsten würziger Aal, also ich meine, ne, droppt manchmal von. Oh, eine Omnigeode. Ist jetzt auch die Chance viel höher, dass die kommen? Oder war das jetzt einfach lucky, dass sie hier beim ersten Stein direkt rauskommen? Ich glaube, es war lucky. Oh, Moment. Ein Schleim. Plus, da war wieder so eine Schlange. Ich habe sie gesehen. Ja, da kommt es angeschissen. Können wir schneller schlagen? Okay, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was Änderung ist und was keine Änderung ist. War das bisher die normale Anzahl an Kohle, die immer rausgedroppt ist? War das gerade mehr? Weniger? Ich weiß es nicht. Wieder eine Geode. Hey, jetzt einfach nur, weil wir Lack haben, oder? Oh Gott. Nein, nein, nein. Ach, der würzige Aal macht uns auch ein bisschen schneller. Ach, sehr gut. Gut, dass ich schon 10.000 Mal gegessen habe, aber trotzdem nicht den Geschwindigkeitsbonus mitbekommen. Sondern immer nur aufs Glück achte. Oh Gott, oh Gott, 3! Au. Au. Gut getroffen, ja, ja, ja. Oh Gott! Da ist ja nochmal eine. So, waren das alle? Ich wollte mich schon auf den Schleim fokussieren. So, zack. Zack, oh Gott. Zack, zack, zack. So. Scheiße. Die fliegen mir alle so ungünstig. Ich mache erstmal den großen. Ha! Oh, okay. Ah, jetzt stehen sie besser. So. Ah, nur so wenig kleine. Komm, ich will Iridium. Da, Iridium. Oh nein, oh nein, oh nein. So. Und noch. Smaragdis. Zack.
Yeah. Oh, was ist das? Es bockt sich einfach so mega. Ich glaube, ich nehme Stardew Valley gleich. Aua, gleich täglich auf. Die Fetzige machen immer so viel Schaden. Gleich täglich auf. Weil das Spiel sich so mega bockt. Ich glaube, gerade wenn Pokémon vorbei ist. Gerade wenn man so Lucky Days hat, dann. Oh. Ja, dann findet man Löcher. Ja, Kohle. Ja, okay, Kohle. Ein Amethyst. Cool. Sogar. Oh, und der Rupee, den wir brauchen für den Aal. Warum ist denn das Wasser hier so scharf? Also ein Teleport-Totem, also gerade wenn wir auf die 100. Ebene müssen, das ist dann richtig wichtig, dass wir da schon mal einen kleinen, oh ne, verseuchtes Gebiet, zeitlichen Vorsprung kriegen. Was gibt's denn hier? Ganz viele Schleimis. Oh ja, da freue ich mich doch. Aua, außer die machen sowas. Warte mal, dann. Ah, scheiße. Warte, ich brauche euch kurz alle oben. Nein. Shit. Gott, was mache ich denn? So, erstmal die weg. Erstmal die weg. Dann eine große. Ich will Iridium. Nö. Ach komm, ich ess, trink, whatever. Trink das Energietonikum. So. Oh, das war smooth. Aua, das ne. Oh Gott, er steht in mir. Oh, ich hasse es, wenn die Viecher in mir stehen. Okay, nochmal eine Brombeere. Jetzt ist wieder kein Ton da. Ich. Bäh. So, ein Iridium. Oh Gott, das sind drei. Moment. So. Oh, schönen Crit. Zack. Nein. Jo. Jetzt du. Schön gegen die Wand oder auch nicht. Iridium. Und da ist einer mit dem Sternchen. Da war ein fleißiger Schleim. Der hat einen Stern verdient. So, cool. Das waren nicht alle. Ja, ich höre noch. Ach da. Ich höre noch was. Schmatzen. Oh, das. Boah. Komm, Iridium. Da sind so viele gespawnt. Und trotzdem haben wir nichts bekommen. Nochmal Rupees. Aber schon dreimal wird sie geil verdient. Oh Gott. Au. Arsch. Würziger Aal. Verdient. Zack. Wow. Manchmal halten die Viecher so viel aus. Unbelievable. Neue Gegner. Was können die? Ich will nicht sterben. Moment, ich esse erstmal. Es sieht so, ich weiß nicht, teilweise harmlos aus, teilweise aber auch nicht. Was kannst du? Stürmst du auf mich zu? Oh Gott, Feuer. Prähistorisches Schienbein. Ein Artefakt. Okay, wir mussten ihm das Schienbein brechen. Das ist interessant. Okay, also jetzt reicht es mir aber auch vom Tag. Sonst ist der Part doch so ewig lang. So, wir haben unglaublich viel Neues entdeckt. Schönes Update. Es kam nicht so viel dazu, also waren 50 Megabyte. Witz quasi. Aber doch einiges. Also kam nicht viel dazu, aber doch einiges. Ja, also schon so kleine, schöne Änderungen. Die aber auch super auf die alten Spielstände gehen. Also man muss sich jetzt nicht extra einen neuen Spielstand erstellen. Also man kann, ja, gerade auch wenn man so eine richtig schöne Farm aufgebaut hat, kann man einfach auf der weiterspielen. So, was verkaufen wir? Die gemischte Saat. Den Wein einmal. Ach, den Rest will ich eigentlich gar nicht verkaufen. Ne? Keine Ahnung, was hier alles reinkommt. Nichts. Cool.
Hier die Steine. Und das Harz. Und that's it. That's it. Können wir den Ring auch? Nee. Den kann man leider immer noch nicht verschippen. Das finde ich schade. So, oh ja, Trüffel. Geil, geil, geil. Tor zu. Die Tiere schlafen. Psst. Okay, aber sonst gibt's hier nichts weiteres zu sehen. Wo pennt denn unsere Katze, ey? Ne, Moment, das stimmt sogar. So, nur das nicht. Gut, ja, dann passt es. Im nächsten Part können wir uns die Axt endlich holen. Ah, stimmt, da gibt es anscheinend auch nochmal neue Upgrades irgendwie. Keine Ahnung. Gut, dann würde ich sagen... Oh, yes. Kohle, Mann. Dann würde ich sagen, das war's für den Part. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Handsome Peter. Ciao.